Ist Hoshis Keller hier? Ist so ein bisschen wie bei Stranger Things, oder? Absolut. Ist meine kleine Höhle da hinten. Da versteckst du dich immer, Hoshi. Ich glaube, das ist meine kleine Höhle. Ja. Wenn du Angst hast? Nee, da onanier ich immer. Das ist ein Onanierkeller. Okay, jetzt, ey. Da hinter der Couch. Dann brauchen wir schwarze Licht hier mal, bitte. Ja. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine Kerl da ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr meine Videos cool findet, würde ich mich natürlich über Likes oder Kommentare freuen. Und ja, ich darf euch heute Demio vorstellen. Demio erscheint heute und wir haben hier zu viert gezockt im Multiplayer und da war dabei der Chris Reality, der Hoshi82, der Patrick von die Zockstube und meine Wenigkeit. Und ich muss sagen, wir haben richtig viel Spaß gehabt. Und für mich ist Demio einer der besten Titel 2021 bisher. Also da stimmt einfach alles, wenn man dieses Genre halt mag. Es ist ein Tabletop-VR-Game, es ist rundenbasiert und man hat halt eine Spielfigur, also Tabletop, ein Brettspiel eigentlich in VR. Und mir hat das Ganze aber richtig gut gefallen, den anderen Jungs auch. Und wir werden das mit Sicherheit das eine oder andere Mal nochmal im Livestream zeigen. Und ihr seht hier heute das komplette Gameplay von uns, wie wir durch die Dungeons gequalt sind und ob wir bis zum Endgegner gekommen sind oder ob wir gestorben sind oder ob wir es geschafft haben, das werdet ihr natürlich dann am Ende sehen. Also ich muss echt sagen, Demio hat echt so viel, was ein VR-Game braucht. Erstmal Multiplayer, es funktioniert im Crossplay, das heißt, wir können mit Steam VR zocken. Der andere kann gerne eine Quest aufhaben. Der Patrick hat eine Quest aufgehabt. Ich habe jetzt mit der Valve Index gezockt, hab's aber auch schon mit der Quest gespielt. Also es geht alles und es ist einfach, auch Voice Chat funktioniert ohne Probleme. Und schauen wir uns noch ganz kurz die Steam-Seite an. Und das Game wird 29,99 kosten, so wie meine Informationen jetzt sind. Und unterstützt alle gängigen Brillen, also Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Ich habe natürlich im Sitzen gespielt, weil es einfach bequemer ist, wenn man wirklich anderthalb, zwei Stunden in VR ist und das macht man im Stehen und muss die ganze Zeit runtergucken, ist ein bisschen blöd. Von daher ist es im Sitzen einfach angenehmer. Hat eine gute Übersetzung, das heißt, wir können es auf Deutsch stellen. Das sind die Texte dann, die in Deutsch sind. Sprachausgabe ist in Englisch, aber es wird auch jetzt nicht so mega viel gesprochen. Von daher geht das vollkommen in Ordnung. Also zu der Testversion, die wir hatten, es war jetzt eine Map verfügbar und die hat schon echt Spaß gemacht. Es werden noch weitere Maps folgen. Und das Game kann man natürlich auch solo spielen. Aber das richtige Potenzial schöpft das Game erst aus, wenn man es wirklich mit mehreren Leuten spielt. Ob jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert wie wir jetzt, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Hauptsache, man ist nicht alleine. Und ich finde, VR sollte mehr verbinden. Die Spiele sollten mehr auf Koop und Multiplayer ausgelegt sein. Und genau so kann man echt schöne, gesellige Abende zusammen verbringen, obwohl man nicht in einem Raum ist. Und das ist für die heutige Zeit ja auch extrem wichtig, dass man nicht komplett den Kontakt verliert zu Leuten, mit denen man sich sonst so getroffen hat, eventuell ein paar Spiele gespielt hat. Kann man sowas heute wunderbar in VR erleben. Und ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu reden. Schaut euch das Gameplay an und es kommt noch ein Gameplay raus im Singleplayer, was ich mit der Quest gezockt habe. Also ich wollte euch definitiv mal die PC-VR-Version hier jetzt zeigen im Multiplayer und dann werde ich euch die Quest-Version nochmal im Singleplayer zeigen, damit wir auch so ein bisschen Vergleich haben von der Grafik her. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Kannst du noch durchlesen? Nein. Was denn? Der schwarze Sarkophag. Ja. Da muss schon Hoshi vorlesen. Soll ich mal? Dann Hoshi, les vor. Nein. Ja. Die Elfennekropolis ist ein von den Alfgrad befallener, verschandelter Ort. In ihren tiefsten Ebenen sind die Elfengeister im schwarzen Sarkophag gefangen und die Auflösung des Flugs bringt mit ihrer Befreiung.
Um diesen verdorbenen Sarg zu öffnen, musst du zuerst die Elfenkönigin besiegen und den Schlussstein zurückholen. Aber Vorsicht, eine Entourage von untoten Kreaturen benutzt dreckige Zaubersprüche, um ihre Unverwundbarkeit aufrechtzuerhalten. Die Elfenkönigin. Was? Entschuldigung. Der vernichtende Einfluss des Alpharak hat die Elfenkönigin in eine wuterfüllte, grauenerregende Abscheulichkeit verwandelt. Hüte dich vor ihrer Stimme. Kann Feuerbälle schießen, kann den Boden mit einem mächtigen Stampfen erbeben lassen, wird von einer Entourage von Zaubern beschützt. Du hast mir nie erzählt, dass du lesen kannst. Ja, jetzt kannst du mal sehen. Okay. So, dann gehen wir mal da rein, in die erste Ebene, wa? Würde ich sagen, ne? Jawohl. Oh, sie zieht. Ah, guck mal, sehen wir hier den Dungeon. Cool. Make ready to seek out the evil nemesis residing below. Da müssen wir fertig sein. Ja, ich denke mal, zu viert wird es einfach gehen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt mehr Gegner kommen oder nicht. Also bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt direkt durch die Tür oder oben lang? Ja, hier oben könnte Heilung sein, ne? Ja, aber der Point of Interest ist ja da ganz hinten. Ist die Frage, ob wir jetzt hier schon direkt reingehen. Mhm. Mir ist das egal. Na, wenn du einen Tower hast, kannst du den hier oben dann noch hinknallen, falls hier Gegner kommen. So eine Balliste. Was für ein Tower? Ich mach jetzt auf. Mach die Tür auf, ja, genau. Ja. Wir wollen sehen, was da los ist. Dann ist aber ein Punkt weg. Ja, ist egal. Machen wir. I have read in my spell. Ist nichts drin. Tupac. So. Ich kann jetzt woanders auch hingehen, oder? Deine Eierklemme da auch. Tupac ist was? Lila. Wisst ihr, was die Farbe lila ist, Tupac? Das ist die Farbe der sexuellen Unzufriedenheit. Da kann ich aber nicht sagen. Da kann doch alles kein Zufall mehr sein. So. Tupac, ich komme dir hinterher. Komm mir hinterher und beschütze mich. Komm in mir, wenn du leben willst. Ich bin Dumbledore. Ich öffne die Tür. Willst du die schon aufmachen? Oder nicht? Also ich habe alle im Raum sind. Okay. Du hast eine Aktion schon vorgebracht. Wenn du jetzt aufmachst, kannst du nichts mehr machen. Deswegen. Alles da. So, ich habe mich dann dahingestellt. Ich habe eine Fernkampfwaffe. Oh, Hoshi ist am Start. Chris hat gar nichts gemacht. Bin ich gar nicht dran oder was? Nö. Geil. Aber warum will keiner den Chris? Hä, warum? Ah, jetzt ist der Chris bestimmt dran gleich. Jetzt, guck jetzt mal. Wieso eiert mir eigentlich hier die ganze Zeit einer vorm Gesicht rum, ey? Weil ich auch was sehen möchte. Guck mal, wie ihr da jetzt am Geiern seid. Oh, ihr müsst ganz ruhig sein. Ich bin schon in die Mitte gegangen. So, Leute, soll ich aufmachen? Oh, Alter, Tupac! Ihr seid doch scheiße. Ich mach auf, ja? Ja, und da seht ihr schon wieder, nicht jedes Spiel ist im Multiplayer besser. Aber nicht die Tür, wo Hoshi steht, oder? Ich mach die auf. Oh, was ist er heute? Was ist er heute? Aber, so. Ja. Müssen halt bedenken, ne? Ich bin die Person, die eigentlich vorangehen sollte, wegen der meisten Rüstung. Okay. Und der Zauber und der Bogenschütze sollte im Hintergrund bleiben. Ja, dann bleibe ich im Hintergrund. Wie kann ich denn sagen, jetzt überspringen? Geht das? A, gedrückt halten, glaube ich. Oder B. A, oder hin und siehst zurück du da auch. Runde beenden und dann Counter. Runde wird beendet. Ja. Eine von den Tasten. Ah, okay. Das ist doch gut. Pass auf, ich kann ja hier schon mal um die Ecke schlinzen. Oh, ja, da ist aber richtig was los. So. Das war okay, ja da ist was los. Ja. Da hättest du doch besser schon mal einen Schuss abgeben können. Jetzt bin ich am Arsch. Ja, da gestanden. Super. Ach so. Der ist doch egal. Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Der Moschi regelt das jetzt. So geht das. Ich dachte nicht, dass die auf uns losgehen. Zwei Schwerter ist gut. Sehr gut. Wären die denn auch so auf uns losgegangen? Ich hab oder ja, die wären die sowieso losgegangen. So. Nee, weil wir die entdeckt haben. Also sonst vorher noch nicht. Ach so, okay. Ja, dann habe ich ihn verkackt. Ja, so kennt man dich, ne? Schnauze. Zwei Schwerter, jawoll. Bam. I stand prepared. Let death embrace you. Die Dinger sollten wir hier ganz lassen, die Spinneneier. So, sollte ich jetzt schon mal einen Heiltrank nehmen? Ich habe nur noch 5 Energiepunkte. Nein. Nein? Okay. Nein. Hier auf dem Level gibt es irgendwo immer einen Heilbrunnen. Da, die Ratte hat einen Schlüssel. Hier. Die Ketzratte. Ja. Zwei Schwerter. Hier, was ist heute los? Gut. 18. Hoshi regelt.
Zieh weg, nee, zieh weg. Und jetzt gehe ich wieder weg. Weil ich bin so ein Feigling. Erst zu schlank, schnell abhauen. Kann ich die Ratte treffen? Ihr könnt auch. Ich gehe auf die Kerze, ja, nein, oder? Nein, nicht hinziehen. Wie kann ich ihn zurückgängig machen? Ich ziehe außerhalb des Spielbretts, so bin ich wieder da. Okay, so, pass auf, ich habe hier Karten. Du hast zwei Pfeile, die du immer wieder jede Runde benutzen kannst. Okay, dann hau ich den jetzt mal. Und dann einmal auf die Ratte halten. Wenn du die benutzen kannst, dann wird die, genau. Find the target. Okay, und noch ein Pfeil. Ich hätte die Step nehmen müssen hier, aber gut. Genau, die Sepp, die kannst du auch so gut verwenden. Oh, vergiftet. Ja, du bist halt auch vergiftet. Permanent vergiftet. Wie ist das denn so? Hoshi, du Ratte. Ihr könnt auch, wenn ihr angreift, nicht eure Figur einfach auf den Gegner ziehen. Ihr könnt auch, ihr habt ja diesen blauen Kreis, wo ihr euch positionieren wollt. Die Stelle könnt ihr kurz zuerst aussuchen und dann angreifen. Jawohl. Da Stelle greift ihr auch an. Deswegen, so kann Chris nämlich von hinten angreifen. Und mehr Schaden. Immer schön von hinten angreifen und Schaden machen, Chris. Richtig schön damagen. So, wenn ich jetzt hier... Ich warte mal. Wie so ein Feigling in der Kammer, ey. Du bist ja auch ein Feigling. So, betäubt. Okay. So, ja gut, das war eine Rattenfalle. Es hätte mehr Sinn gemacht bei der Spinne, weil die Rattenfalle... Die alles das ist Rattennest, ja. Steht da. Kommen da nicht die ganze Zeit Viecher raus? Die bewegt sich ja nicht. Nee, da würde dann... Also die Ratteneier liegen lassen? Die Spinneneier? Die nicht berühren. Da kommen dann, wenn die kaputt was, kommen da zwei neue Spinnen raus. Ich muss doch nicht das Ratteneier legen. Die Rattennester, also Gegner, da kommt da vorher auch ein Counter. Also wie viele Runden da... Ach, welche Runde da neue... Oh, da kommt ein... Ach du Scheiße. Was geht hier gerade ab? Die sind gezogen. Ja, der hat sich halt... Au! Die machen uns fertig. Was passiert denn hier gerade? Können wir jetzt irgendwie eine Bombe zünden? Ja, eine Atombombe am besten. So, bleiben sie doch mal ruhig. Also Giftbombe, die sparen wir uns noch, Hoshi, weil das war jetzt schlecht, aber mal alles. Hoshi hat leider daneben. Bitte nicht mich. Bitte nicht mich. I will vanquish you. Ich muss gleich auf jeden Fall wegziehen. Sehr schön, dass ich gerade bei meiner Karte dann einen Totenkopf werfe. Richtig. Du bist nochmal. Oh, schon wieder. Meine Fresse. Das ist nicht gut für uns. Kein guter Start. Hoshi teilt richtig aus. Oh. Aber war Totenkopf nicht daneben? Ja, daneben. Und dann haut ihr random in irgendeine Richtung. Ah, okay. So. Jawohl, Chris. Chris. Chrissy, mach es. Patrick, wir sind aber echt sehr hilfreich hier, oder? Ja. Also mir macht das Zugucken echt Spaß. Immer dran denken, dass du einen stunst. Am besten hier die blöde Bitch mit dem Totenkopf. Ich hau erstmal ab. So. Was soll ich machen? Und dann mache ich hier. Nein, dann Tupac. Komm, Lightning! Und Hoshi kann okay, ich mache jetzt die Spinne und den Elfenkultisten. Warte, die Spinne hat... Einen hat die nur noch, die Spinne. Und die ist betäubt, ne? Also die ist, momentan kann die eh nichts machen. Mach den Kultisten. Mach auf den Kultisten, schieß auf den vorderen Kultisten und danach auf den hinteren. Alles da. Also ich muss sagen, mir gefällt das. Ja. In die Fresse, ja. Schön. Oh nein. Chris ist gleich im Arsch. Ich krieg wieder alles ab. Nee, ich und Hoshi kriegen alles ab. Du Chris, alles ab. ich versuche gleich zu helfen, wenn ich dran bin. Ja, wenn du dran bist, bist du erstmal selbst dran. Ja, ich werde, glaube ich, gleich einen Heiltrank nehmen müssen. Ja, die sind aber, glaube ich, stärker, wenn man mit mehreren ist, habe ich das Gefühl. Oder mehr. Boah, wie detailliert man sich das alles angucken kann. Das ist echt geil, ne? Ja. So nah ranzoomen. Voll das
Tummel, Alter. Das ist wie Schalke am Autorie hier. Schön auf die Fresse. Kann man hier auch irgendwie Karte Pissebecher werfen oder so? So, da ist einer in Panik. Chris hat sich geheilt, sehr gut. Ich werde mich jetzt auch heilen. Oh, der ist getarnt jetzt. Bolli. Alter, die Ratte, die hat 18 Leben. Ja, weil das ist der Schlüsselträger. Boah, der Chris haut hier durch. I am ready. Heilen? So. So, was gehen wir als nächstes? Ist die Ratte da? Was hat die Ratte? Oh ja. Ich werde. Ja, hier ist noch der Kultist, der Elfenkultist. Der eine hat auch nur einen. Wenn den einer klatscht, dann wird der erste Elfenkultist weg. Ja. Die Ratte vielleicht. Den anderen, ich habe ja gleich zwei Schüsse frei, da mache ich den Vierer weg. Der hier vorne steht. Da machst du den hinteren. Ich hab den jetzt schon hier. Er sieht so niedlich aus mit dem großen Würfel. Okay, der hat nur. Ja, aber haben wir den schon mal. Oh, jetzt wird der Chris hier. Alter, Chris ist K.O. Jetzt müssen wir Chris wiederholen. On your feet, Ben. Vielen Dank. Holt was zuerst, ne? Gut. So, Tupac, hau rein. Die Ratte krieg ich mal down. Alter, ist das Spiel geil oder ist das Spiel geil, so zu zocken? Das ist super. Mega. Wow. Hey, aber wir sauber machen, wenn wir da drum rum sind. Du siehst das an der Karte auch, das rechte, das Viereck. Ich dachte gerade, dass ich nur die Gegner an Sorry, Leute. Nee, das war alles Schaden. Deswegen, das Okay. Alles, was explodiert. Und Spinnen herbeigerufen. Ich glaube, das von uns ist oder geil. Nicht, das... Jetzt war wenigstens die Ratte fertig. Nein! Ratte betäubt. Okay, ich mache eine Spinne und die Ratte. Obwohl die Ratte ist betäubt. Soll ich dann lieber auf was anderes gehen? Spinne besser. Hoshi, ich glaube, wir können nochmal anfangen. Oder du holst den Chris wieder. Ne, da komme ich nicht hin. Wir müssen auch bedenken, also der darf jetzt nur noch zweimal down gehen, dann ist der komplett raus. Okay. Der Chris? Weil das ist die Zahl da neben dem K.O. Wir dürfen dreimal down gehen und danach die Rundenzahl. Viermal ist vorbei. So, ich mach Spinnen alle, die Ratte ist betäubt. So. Take that. Wir kriegen das noch hin. Und jede Story hat drei von so welchen Etagen? Leute? Ja, tu mal hier hin. Also vor mir. Nee, da komm ich nicht hin. Ich kann nur hier hin. Ja, das bringt nichts. Dann will ich trotzdem nicht spinnen. Das ist aber sind das nicht die Runden, in denen man Chris wiederbeleben muss? Tot in eins? Wir können den doch unendlich auch wiederbeleben, aber der ist tot in einer Runde, nee, oder? Nee. Du kannst nur eine bestimmte Anzahl. Irgendwann ist komplett vorbei. Ja, gut, aber wir müssen ihn jetzt wiederbeleben. Ja, müssen wir. Ach du Scheiße. Und ich bin auch down. Okay, wir müssen die jetzt killen, sonst kommen wir nicht an die beiden ran. Ja, mach die Lampe platt und dann geh ran. Ich mach dann danach eine Spinne platt und beleb den Hoshi wieder. Ah. Nein! Sehr Junge. Schön. Super. Erstmal gegen der Wand. Schön die Wand boxen. Nee, auf jeden Fall, ist das so, ich glaube dreimal kann man wiederbeleben und dann ist es vorbei. Okay, pass auf, kann ich euch jetzt beide wiederbeleben? Do you feel better? Nee. Dann stehst du aber genau da. Ja, genau, aber jetzt stehen wir genau da. Ja, ja. Ist scheißegal, Hauptsache die sind wiederbelebt. Stehe ich da ein bisschen scheiße. Oh. Jawohl. Aber im Grunde können wir echt nochmal von vorne anfangen. Nix da. Ja, wir wollen ja jetzt nicht beim ersten Mal hier alles durchschaffen. Genau. Death embrace you. So ein Heilbrunnen wäre nicht schlecht.
Ich glaube, da hinten war einer. Hier. Time to move those enemies. Ach du Scheiße. Was machen wir hier eigentlich mit dem Rattennest? Soll ich das kaputt schießen? Ja, da kommen irgendwann neue. Sonst. Okay, dann schieße ich das jetzt weiter kaputt. I'll spare you. Was ist das hier? Ist das hier Gold, was hier liegt? Ja, kannst du. Ja. Das ist für zwischen den Runden kannst du neue Karten kaufen. Dafür ist das Gold wichtig. Also, und pro Level gibt es 3 Runden, das heißt 3 von so welchen Etagen? Ja. Oder wie verstehe ich das? Okay. Ja, sind 3 Ebenen. Die oh, geil. Ich habe Verjüngungen bekommen. Heilt alle Gruppenmitglieder vollständig. Das ist gut. Gut. Das können wir mit Sicherheit mal benutzen. So. Und ich möchte mich nochmal hiermit entschuldigen, dass ich euch allen Schaden zugefügt habe. Mir hast du keinen Schaden zugefügt. Ja, den anderen aber. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. So, dafür ist das Rattennest geregelt. So, ich sammle mal die Knete ein. Ja, und dann deckst du da auf, die gehen auf, die da hinten sind, im schlimmsten Fall. Ja. Soll ich nicht machen? Du. Hier sind auch noch Rattennester ohne Ende, ne? Ratte, oh. Sehen die dich gerade nicht, Chris? Ich bin auch noch Knete. Ich bin getarnt. Ah, okay. Ich gehe hier mal an die Ecke. Ich gehe hier mal hinten an die Ecke und schlinz mal in den Mittelraum. Ja, hat er eben schon gemacht und dann... Mach oder nicht gut. Wo lang gehen wir denn? Oder wollen wir hier rechts schon lang? Da wo schon Gegner sind, bevor wir jetzt noch mehr wollen. Alles klar, gut, dann gehe ich da hin. Oh, da ist eine Ratte. Oh, Ratte von hinten. Also sind die Ratten, ne? Von überall. Mich greift keiner an. Ah, that helped. This armor will protect me. Alter, wer hat denn hier meine Hand über dem Kopf? Was ist denn das hier? Ach, das war Line up and die Ratten sind echt fies, ne? Nervig sind die. So, was macht der Chris jetzt? A gift for you. Breathe deeply. Boah, mal kurz eine Granate, ne? Gut, der Bereich ist dann schon mal weg. Wir müssen jetzt woanders rein. Ach, da bleibt es komplett verseucht, oder was? Ja, das breitet sich jetzt auch immer weiter aus. Okay. Bis zu einer bestimmten Größe und dann ist das irgendwann weg. Aber da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Alles geplant. Ja, nee, das war mir jetzt sicher. Das war klar. Die Eislampe lassen wir erstmal stehen, wir gehen gleich durch den Mittelgang. Was können die Eislampen? Aber die explodieren auch. Die machen dann auch ein Feld von 3x3 und dann gehen die eine Oh nee, nur ein Schaden. Ja, blöd Versuch, gelaufen. Dann helfe ich jetzt mal mit. Ich mach die Ratte mal bei dir, Tupac. Ja. Und dann die bei mir direkt steht. Straight. Jawoll. Die already. Nein. Scheiße. A little monster. Oh, ich dachte, Rushi kriegt jetzt Schaden ab. Dachte ich auch, dass sie mir jetzt voll gegen den Schädel semmelt. Das wäre geil. Boah, mir war gar nicht bewusst, dass das geht hier. Das war... Oh, der hat sich Gift geholt, dass wir hier den Leuten Schaden zufügen können. Tod in einer Runde. Okay, Chris, können wir gleich wiederholen. Da muss genau direkt einer hin, ey. Do not go down. Dankeschön. Wo ist ein Heilbrunnen? Irgendwo hier bei den blauen Dingern. Irgendwo kann das sein. Willst du echt tot machen? Nein, ich mach dich jetzt wieder tot. Nee. I am ready. Ach, der sticht dann nicht nur daneben, sondern immer irgendwo hin. Ja, der dreht sich da quasi. Daneben heißt, dass er sich dann immer im Kreis dreht und dann random stehen bleibt und dann. Ein bisschen wie Flaschen drehen in asozial. Ja, genau. Wollen wir jetzt hier weitergehen oder hier oben? Wenn wir durch den Raum durchkommen, bevor uns das Gift einholt, das kann uns natürlich in den Arsch speisen, dass das hinter uns dann. Soll ich hier links lang? Wir treffen uns dann ja sowieso, oder? Ja, mach mal. ich will wissen, ob es hier eine Truhe ist oder was. Was passiert denn, wenn man die Seislampen angreift? Oder geht das nicht? Yes. Das ist ein Heilbrunnen, oder? Das ist gut. Wollen wir noch das hochheben? Das ist ein Heilbrunnen. Ja.
Die machen 3x3 Fell mit Eis, was explodiert. Ah, okay. Kriegst du, glaube ich, Schaden und gefroren wirst du dann im schlimmsten Fall, dass du eine Runde aussetzen musst. Das ist schlecht. Das kannst du halt machen, wenn da Gegner rumschrien. Dann macht das Sinn, da mal drauf zu schießen. Aber so jetzt eher weniger. Okay, Chris ist dran, oder? Ja. Sorry. Ich dachte so, der überlegt gerade seinen nächsten Schritt. Nee, der ab und zu ist der weg. Der berechnet gerade die Route, die kürzeste Route zum Heilbrunnen. Oh, die greifen mich jetzt an. Ja, und jetzt verpisst sie sich wieder, ne? War klar. Ja. Karma! Karma! Oder breitet sich die Bombe doch nicht aus, dass das die Giftlampe weiter halt ausbreitet? Ich weiß nicht. Alter, was ist denn da los? Ich weiß halt, dass. Aber wenn das so bleibt, wäre es ja ganz gut, ne? Sie greifen mich ja an! Nee, breitet sich aus. Breitet sich aus, wir müssen weg. Ah, da kriegen wir alle dann, okay. Oh, jetzt gleich bin ich gleich wieder schon wieder vergiftet, ey. Ja, ich auch. Mist, Mist. Oder kommt's auch den Schleim dran? Ach, geht ihr da hinten lang? Ja, auch, das bringt ja nicht. Mach den Schleim. Aber wenn ich die Spinne, da kriege ich ja. Egal, ich hab ja noch Rüstung, lass egal, ist egal. Kann man den Heilbrunnen öfters benutzen dann oder nur einmal? Nee, nur einmal. Okay. Stand! Okay, jetzt muss ich echt gucken, wo ich hinlaufe. Wow. Auf jeden Fall weg von den. Soll ich die Tür hier öffnen? Ja, mach mal. Die dürfte eigentlich nicht viel sein. Dürfte eigentlich nichts sein. Gönn dir den Heilbrunnen. Wo ist hier viel Gold? Gold, Leute, wir brauchen Gold. Wir sterben reich. Soll ich hier die große Tür öffnen? Ja, mach erstmal die Truhe auf. Genau, Truhen rein. Da komme ich nicht bis hin. Ich kann hier noch. Ja, hol Gold. Ja, so. Statt dass sie das Gold einsammeln, ne? Nein. Ja. Panikpulver, Öllampe, Knochen. Knochen. Da das kriegt auch jeder Items. Okay. Ah, oh, jetzt ist nicht schwer vergiftet, ey. Keiner mag Spinnen, ne? Aber ich glaube, das war gar nicht so blöd positioniert. Ne, die krepieren alle, ne? Kriegst du die down? Ja. Ich finde das mega, ey. Das ist eigentlich am geilsten. So wie Tupac auch ist. Ich bin geil. Danke. Oder auch kein. Nee, auf der Höhe, wie wir spielen, ist am geilsten eigentlich, finde ich. Ja. Oh, ich habe wieder neuen Wirbelangriff gekriegt. Sehr schön. Oh, Verjüngung, verbannen. Also, ihr kriegt ja auch immer neue Karten für Kills, ne? Dann lädt sich ja der Balken ganz links auf. Muss man nur mal einen Überblick sich verschaffen, ne? Platziert eine Öllampe, Öl ist brennbar. Ruft einen mächtigen Freund. Chris ist dran. Ja, kann ich ein Dingsbrunnen benutzen oder noch nicht? Ja, wie sieht mach das denn doch aus? Ich bin voll. Ich brauch 6. Ich hab 6, also. Ja, mach. Du brauchst das ja. Ich bin ja schuld. Ja. Ach, alle. Ja, das sind alle geil. Das gilt am geil. Cool. Irgendwo muss der Ausgang sein, entweder hier unten oder. Oder andere Gold auch mal mit. Münzwurf sofort gilt oder voll daneben. Okay. Gehört die Welt. Okay, wo lang gehen wir? Schon mal hier um die Ecke hier so. Oh, da. Ja, da. Gut, da ist der Ausgang. Dann hinter. Ja, oder. Warte. Gehen wir die Route noch weiter. Der eine Point of Interest ist scheißegal. Geh durch. Da komm ich. Genau. Das ist ein Elfenmystiker. Oh, ich bin schon wieder vergiftet, ey. Kann der Schaden machen? Nimmt man eigentlich seine Energie mit ins nächste Level oder wird man geheilt? Elfenmystiker. Das der kriegt sie gleich. Nicht, nee, ich glaube, es wird voller Energie gestartet. I trust my armor to protect. Brauchst du noch Hilfe, Hushi? Deswegen. Oder kommst du durch? Nee. Du kannst ihn eh nicht angreifen, außer wenn du dich in Schleim stellst. Von daher ist es eh egal. Okay. Wir müssen sowieso jetzt. Wir müssen Patrick helfen jetzt. Wir können sowieso nicht raus, weil dann reingeht. Also quasi der Elfen. Der muss erst weg und dann. Da ist ja das Schwert über dem Kopf. Du
kannst ah, da komme ich nicht hin. Mist. Kannst du nicht blitzen? Nee. Ja, Zepp. Kannst du nicht blitzen? Zu weit weg. Aber ich kann ihn angreifen. So. Komm, ich greife ihn an, oder? Ja, mach machst mal. Nicht viel Schaden. Aber ja. Nee, mach ruhig. Von hinten. Von hinten rein. Mal von hinten, mal von vorn. Von hinten, dann kannst du ja nicht. Die machen keinen mehr Schaden von hinten, das machst nur du. Also, ich so, richtig Patrick. Damage. Jetzt hauen rein, so, Junge, hau. Ich geb richtig drauf. Ein Schwert. So, nochmal so einen guten. Ja, der ist aber weg. Komm. Du machst immer drei mit dem Bogen, wenn der normal Schwert ist. Drei. Yes. Die krepieren da hinten alle. Oh, hinter Chris ist was aufgetaucht. Alles gut. Einfach aus dem Ausgang raus. Der ist aber immer noch verschlossen. Ja, ich hab den Schlüssel. Das ist egal. Achso. Du hast deine Schlüssel. Ah, stimmt. Wenn du rankommst, mach auf. Finger weg hier. Na, Chris kommt nicht ran. Nee, ich glaube, weil ich den Schlüssel nicht hab. Nee, ich muss das machen. Ja, jetzt komm. Ich mach auf, ja? Jawohl. Ja. Boom. Mach es auf. Oh. Ja, lief doch gut. War doch gut. Einkauf. Oh, jetzt können wir hier einkaufen. Oh. Guck dir das mal an. Die verkaufen. Ich nehme einfach die teuerste Karte. So, der wird auf jeden Fall gekauft. Lässt sich eine zusätzliche Aktion durchführen, das ist auch gut. Der wird definitiv gekauft. Ja, Heiltrank auf jeden Fall. Der 120, den Heiltrank brauche ich nicht, weg damit. So, fertig. Fine choice. Ich habe einfach nur die teuerste Karte und einen Heiltrank gekauft. Ja, ich finde das wichtig, dass man sich damit ausführlich beschäftigt. Ja, ja, ich merke das schon. I am ready. Mein Gott, habe ich jetzt viele Karten. The unhallowed. Ich auch, aber gut. Gut, da ist boah, das ist ein bisschen größer, ne? Ja, natürlich. Hinten sehen wir auf jeden Fall einen Heilbrunnen. Das ist schon mal gut für später. Gleich da oben hin. Aber Hoshi, das sieht ich aus. Jetzt schon das Level, oder sieht das anders aus? Warte. Was denn hier? Elfenkultist. Nee, das ist so, nur dass wir jetzt woanders starten. Das ist identisch. Ich schätze doch, die kompletten ja, Levels sind wechseln. Warum ist der jetzt hier schon erschienen, der Elfenkultist? Ist da war doch noch gar keiner. Weil ich von hier oben dahin gucken kann. Ah, okay. Ach, du bist dann quasi da auf derselben Ebene. Weil du auf der gleichen ja, okay. Ja, das ist cool. Die Blickrichtung. Chris? Achso. Sagt aber keiner was, ne? Ach, noch ein. Sehr gut. So, gehen wir in die andere Richtung, ja. Ja, meinst du, oder geradeaus hier? Hier flankierend. Aber hier oben ist auch nochmal was Interessantes. Die kommt ja, nur ist das doof? Seiten. Ist das nicht doof? Nee. Ja, aber wir kommen nicht schnell noch hin, um ihnen zu helfen. Da ist eine Kiste. Ja, pass auf, ich gehe. Ihr geht ja hier rechts gerade. Ihr geht ja rechts. Komm doch mit mir. Nein. Ich will nicht. Danke, Teamwork. So. Ja, mach alles auf. Scheißegal. Lass die Gegner kommen. Ich bleib bei der Crew. So. Es ist immer das Wichtigste, dass man sich aufteilt. Das ist die beste Taktik. Ich bin bei euch. Ich hab schon Elfenkultist am Arsch. Ja, den kriegst du da platt. Ja, Gold mit Chris, dann gehe ich wieder runter. Ja, mach ich. Boah, hab ich immer ein paar Karten hier, du. Gold. Das andere Chris Gold, das so, warte wir mal. Mitnehmen, wenn wir dann später so. Hier reingehen. Ich würde auch erst hier wieder zurückgehen. Ja. Mhm. Ja, Juden liegt auch nochmal. So. Truhe? Deswegen. Geil, volle ich Karten, hab Scheiße. Balliste. Die werde ich auch wieder. Jetzt hast du falsche kleine Karte verkauft, Patrick. 9 von 10 Karten habe ich. Oh, ich muss langsam mal was loswerden.
Oh, wer greift mich da an? Der Elfenkultist. Was passiert hier? Naja, da macht er einen Schaden, das geht immer noch. My armor is my bulwark. Ach, guck mal, jetzt kann ich das hier auch komplett. Guck mal, so komplett aufstellen. Guck mal, das Brett von oben an. Hat auch was, ne? Bruh. Ja, du merkst halt, wenn du die ganze Zeit runter guckst, das merkst du schon im Nacken. Ja, ja. Geht in den Nacken gerade, ne? Deshalb kann man das Brett auch schräg stellen, ne? Puh. Damals konnte mir das Brett auch nicht schräg stellen, wenn wir Tabletop gespielt haben. Stell dir nicht so an, ey. Ja, da ist aber anders da gesessen, ne? Und Patrick, spielst du im Stehen oder im Sitzen? Ich spiele im Stehen. Ja, klar. Das war mir bewusst. Okay, ich bin am Arsch. Warum gehen wir denn jetzt auf einmal doch links lang? Time to move. Ist. Ja, ist okay. Das hat richtig was gebracht. Voller Power-Move. Ich muss gleich weg hier, ne? Spinne? Soll ich mich um die zwei hier vorne noch kümmern? Dann mach ich die erstmal weg. Ja. Da kommst du ja. Den einen kannst du ja von dieser Position, schätze ich, wenn du hinterher kommst. Das ist gut. Jawoll. Hat dann kaputt gehauen, ey. Quick stop. Der kann uns schon mal nicht mehr gefährlich werden. So. Von hinten ist immer gut. Oh, guck, wie süß die Händchen hier sind. What? Dann tu mal den Kultisten. Nee, Quatsch. Tu mal den Oberhaupt Seppen. Den Mystiker, ne? Ach, nee, Oberhaupt. Der Oberhaupt, der hat mehr Energie. Wohl. Ja, ist schon zu spät. Ja. Super. The power of lightning. Hat ja geklappt. Okay, warte. Hat der auch Flächenschaden, sehe ich gerade, weil das auch 3x3 war? Ich kann ihn verbannen. Soll ich ihn verbannen? Dann ist er erstmal weg. Oh. Aus den Augen, aus dem Sinn. Komm. Nee, geh einfach weg. Einen muss ich verbannen, weil schadet mir sonst. Ich muss mal gucken, was die Karte macht. Oh, geil. Und weg. Ja. War doch schon mal gut. Rotz auf den Spacken da hinten. Spinnenei, okay. Oh, da kommen sie. Spider-Schwein. Oh, ich bin gleich down. Oder oben, hier oben kommt gerade dein Elfenmystiker aus den Augen, aus dem Sinn. Ich seh's schon. Aber den gebe ich gleich. Der kassiert gleich. Ja, pass auf, der schleicht sich von hinten an und dann überrascht er dich. Meinst du? Ohne nachzufragen? Sagt dir noch mal den Nacken. Genau. So, nach dem Motto, wenn du dich nicht wehrst, tut's nicht so weh. Okay, ich werde mich jetzt erstmal heilen gleich, wenn ich dran bin. Ich versuche ihn fertig zu machen, aber ich glaube, ich treffe von hier aus nicht. Nee. Jawohl. Don't resist. Wieso darfst du so oft? Ich habe Let death dead embrace you. Der ist ein Heilbrunnen sonst. Aber wir haben sonst alle, das lohnt noch nicht. Nee, das hätte noch nicht gelohnt. So, ich zapp den, ja? Zappen. Jetzt kommt Totenkopf. Ich treff sogar. Oh. Betäubt. Das ist schon mal gut. Soll ich ihn angreifen, Hoshi? Ja, wa? Ja, mach mal. Würde jetzt interessieren, ob... Oh! Alter, was ist denn jetzt hier passiert? Guckt euch das an. Einzige Chance, Hoshi, was hat ich der Patrick noch irgendwas Brauchbares an Karten, was er da flächenmäßig benutzen könnte?
Ich hätte noch eine Giftbombe. I'll rain death on you. Ich hab noch was Flächendeckendes. Das hast du dich aber selber mit eingefroren. Nee, der. Das war eben. Das war nicht ich. Ich hab das mit dem Eis nicht gemacht. Das war ich. Aber ich hab. Der hat mir einen anderen Radius angezeigt. Der hat da mir 3x3 Felder angezeigt und der hat irgendwie 4x4 gemacht. Do not go gently into the night. Die Aufzeichnung ist mein Zeuge. Wir werden es später sehen. Die Szene war auf einmal nicht mehr im Video zu finden. So, als nächstes, wenn ich jetzt dran bin, könnte... Nee, okay. Ich habe noch Feuerzauber, glaube ich. Einfrieren. Das ist auch gut. Machst du... Kommst du den... Ja, ist egal. Der Chris, der ist immer von hinten, kommt der ran. Der kleine Bandit. Nee, warte. Na, jetzt zu spät. Was wolltest du? Ach, hier hättest den, Priester, den der noch neun hat. Komm nicht nochmal zurück, ne? Scheiße. Ja, ist blöd, dass man nicht mehr abbrechen kann, ne? Was a Refund. So. Ich krieg den wahnsinnigen Goblin krieg fertig. Aber ich guck mal eben, ob ich Gefährten rufen, Öllampe, Elementargeist, Giftspritze, Heiltrank. Nee, ich mach hier den. Warte mal, welcher ist das denn? Ich mache hier vorne den wahnsinnigen Goblin fertig, dann kann der schon mal weniger austeilen zumindest. Der ist doch wahnsinnig, oder? Take that. My aim is der Würfel baue ich auch so, oder sehe ich das? Der wackelt, der zittert schon mal, ne? Nein. Da kommen ja immer mehr. Die kommen von dem Priester. Alle auf dem. Ja, dann. Auf den Schweinepriester. Aber ihr steht jetzt alle da. Ich kann den Flächenzauber nicht benutzen. Nee, die kriegt man schon weg. Alles gut. Ja, ich würde trotzdem gerne den Flächenzauber benutzen. Ohne euch zu gefährden dann. Jawohl. Okay, also der Priester kann denn hier diese komischen Elfenkultisten beschwören, dass er. Der Panik hat, den lass mal Panik machen. Chris macht jetzt die beiden Spackos da weg und dann ist alles wieder gut. Du meinst den Plänkler? Mit dem Panik gemacht? Ja, weil der ist noch zwei Runden im Panik, deswegen. Jetzt macht der noch den anderen da weg. Da komm ich nicht hin. Kommst du an den Kultisten hier noch nicht ran? Wo? Da. Der in der Ecke. Mir und Patrick. Ach, nein, zwischen mir und Patrick. Nee, den hab ich gar nicht gesehen. Aha. Ich aber auch nicht. Priester! Ich hab noch Gold. Der ist komplett verschickt da. Will ich auch noch Gold haben? Okay, komm, ich hol den. Hat noch einen. Du kannst aber hier hinten. Nein. Was denn? Du kannst den Kultisten umklatschen. Der hat nur noch einen. Den okay. Machst du so oder so platt. Da so wächst du weg. Jetzt sei denn, ich werf jetzt hier, ne? Er ist richtig. Guten Kopf. Nee. Boah, der hat den so in die Augen gestochen, so bam. Mit der Pantherkralle hat er den kaputt gemacht. So, ich verpiss mich, ne? Kann jetzt die Kohle nehmen. Ich hol die Kohle, Bitches. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ja, das ich gehe erstmal hier in die Ecke. Das Video lade ich an Kat hoch. Monster Move. Warum? Longplay. Das gibt's doch nicht. Ist aber bei dem Spiel geil. Ich hab weniger Scheiße erzählt. Ja, sonst schneidest du immer raus aus deinen Videos, ne? Hey, hier sind ein paar Intruders. Ja. Der Hoshi macht das. Hoshi klärt. Ja, Hoshi kennt sich mit Intruders aus. Aber der Zauberer, ich finde ihn eigentlich. Ich fand ihn nicht so geil, muss ich sagen. Ja, wenn die anderen. Wenn, ich sag mal, wenn da viele Gegner stehen, der hat viel Flächenzauber. Das ist halt gut. Aber da müssen halt auch alle weg sein. So, ja. Den Goblin überhaupt, den könnte ich erwischen. Das ist wieder einer, der neue Gegner beschwören kann, ne? Mit seinem Hoshi, Stock. Bestimmt, ja. Ich probiere jetzt mal den Münzwurf. Sofort Gil oder voll daneben. Dem Mutigen gehört die Welt, ich probiere die. warte.
Was wenn du den von hinten... Ach nee, du machst maximal nur 5 Schaden. Ja, deswegen. Ja, deswegen. Ja, ja. Komm, ich probier mal. Aufheben und werfen. Ach du Scheiße. Ne? Kopf oder Zahl? Das war sowas von klar. Wieso war da gut? Achso. Ne, war noch 0. Oh, da ist noch, ja, da ist noch Gold. Die restliche Lebenszahl. Da ist noch Gold. Soll ich ja Gold holen? Nee, komm. Ja, pass auf, da unten ist ein Gegner, ne? Oder Sepp den Oberhaupt. Kann ich den Seppen? Ich probier. Ja. Seppet. Von da hinten kannst du den Seppen? Ich kann von überall Seppen. Ja, nee, so nicht. Von überall und nirgendwo. Wow, fast. So, warte mal, ich guck mal, ob ich von da aus... Hat er geklappt. Ah, scheiße. Ich, Oberhaupt kann ich nicht, ich kann hier aber... Schieß auf den Spürhorn. Da ist noch ein Kultist in Panikmodus. Auf den Spürhorn. Zwei Pfeile auf den Spürhorn. Wenn du den triffst. Gut. Den könntest du treffen von da, ne? Ja. My aim. Hier, gucken mal von Patricks Seite. Boah, guck mal. Hat aber eine gute Range. Ich hau alles kaputt. Ja, jetzt beschwört der Wichser wieder. Nee. Chris ist geschwächt. Der muss er sich wieder stärken. Möchtest du ein Butterbrot? Bitte. Oh, jetzt kriegt Patrick hier richtig Ärger. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Patrick. Die kommen auf dich zu. Oh, ich bin K.O. Von hinten ist einer. Kommt ein Riesenschleim. Ach du. Scheiße. Also von hinten, der war nicht schlecht. Ja, nützt nichts. Aber der hätte sich von hinten mit Schleim vollgespritzt. Nee, da war... Durchladerballiste. Die ist gut, ja. Sehr gut. Ah, den Behemoth wollte ich eigentlich noch nicht benutzen. Ja, die Bombe nur ich bin tot. Kommen wir jetzt nicht mehr hoch zum Tubal? Nee, weil der zugebaut hat. Nee, da kommen wir hin. Soll ich mich um Schleim kümmern? Der erst bei den Tupac reiten. Ja, aber ich komme jetzt gar nicht mehr durch. Deswegen muss man da beim Riesenschleim lang. Ja, dann geh doch. Oh ja, schön. Das ist so richtig wie in so ein Sargnagel reingekloppt. Dass wir Tupac nicht mehr retten können. Ja, warte. Das hab ich jetzt auch nicht verstanden. Was? Was kannst du dich nicht tarnen und dann warten und dann in der nächsten Runde dahin? Kann ich auch, ja. Musst du das Time to go. So, komm ich denn da jetzt durch, wenn Nein, ich, kommst wenn du ich nicht. Dahin gehe? Sicher? Ich würde mich eher gegen die Gegner da wenden. An deiner Stelle. Nee. Ja komm, dann mache ich den hier vorne platt. Na. Es läuft. Aus der Entfernung trifft er nicht. Mein Gott. Ja, ja. Wie ein Stormtrooper. Genau. Der Riesenschleim, der ist wohl fies. So. Eis-Elementargeist. Du kannst Freundlich. Aber auch, glaube ich, dich bewegen, auch wenn du K.O. bist. Ah. Ja, da kannst du ein Stückchen zu uns kommen. Ja, aber nützt nix. Doch. Nee, in die andere Richtung. Ich komm dann zu dir hoch. Geh hier in der Ecke oder so. Da kann ich dich dann heilen. Genau. Ja, ihr müsst mich auch jetzt heilen, weil da steht tot in einer Runde. Weil der Gegner getötet hat. Karten. Voll. Alter, lass meine Balliste in Ruhe, du Ficker. Aber dann kommt er wieder durch. Wäre die einzige Möglichkeit, Tupac noch zu machen. Ja, echt. Ich bin doch auf dem Weg, bleib doch ruhig. Boah, das war echt ein epic Fail, ey. Ich hab schon gedacht, so. Das ist geplant. Ne, der kommt nicht durch. Ich glaube, der Einzige, der durchkommt, ist Chris. Mach doch lieber deinen Datei da kaputt. Guck mal, ob du auf die Balliste schießen kannst, auf die rechte. Die sollte echt nicht mehr normal.
Siehst du, jetzt geht er da hoch und alles ist gut. Das war alles geplant. So, ja, genau. That should do it. So. Ihr seid mir welche, aber. So, Zweit hat das echt besser geklappt. Ich kann gleich eine Barrikade setzen, eventuell. Ich müsste aber eine Heilung haben, irgendwie. So, pass auf hier. Ich überzeuge jetzt den Riesenschleim, 3 Runden für uns zu kämpfen. So. Und dann gehst du an den Brunnen und benutzt den. Naja, kann ich auch machen. So. Riesenschleim ist jetzt unser Freund. Meine Geschütze werden auch geheilt, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, damit ihr auch außenrum den Umweg nehmen müsst. Ah, stell dich nicht so an. So, wenn der Chris gleich noch austeilen kann hier. Den Plänkler müssen wir nicht langsam mal hier down kriegen. Oh, ich hab auch. So, der Schleim, der kämpft an unserer Seite. Guck mal hier, wie der aussieht. Bezaubert. Jawoll, guck mal, wie der Schleim austeilt. Mann. Mein Elementar und mein Schleim. Guck mal hier, die Ringe. Jawoll. Ja, genial. Jetzt müssen wir aber den Schleim, den müssen wir trotzdem töten. Der ist nur noch 2 Runden auf unserer Seite oder uns verpissen. Nee, da hauen wir den weg. Der denkt sich auch, warum schlagen wir ihn? Echt? Weiß ich, hab alles gegeben. Der kämpft auf unserer Seite und dann... Kommst du da hinten hin? Kommst du hier hin, von da? Nee, hier neben dir komme ich hin. Ja, das ist ja nicht von hinten. Weiter neben dir komme ich. Ja, dann Gott, ja, aber dann kommen wir da nicht vorbei. Dann ist der wirklich blockiert. Achso, ja, warte, da stehe ich mich. Na, blubbert's. Mach den Schleim kalt. Kann ich von hier warum aus? Warum haben wir jetzt genau die Spinnennester nicht, oder das Spinnenei nicht das getötet? Gold, nimm, denk an das Gold. Komm ich jetzt noch nicht hin um Gold? Soll ich jetzt eher da Gold nehmen? Ja, nimm das Gold, scheißegal. Das krieg ich hin. Warum mach ich das Spinnenei nicht kaputt? Da kommen zu viele Spinnen raus. Ach so, okay. Gut, ich gehe jetzt hier erstmal, ich mache erstmal den Lulli hier, den kleinen Lulli. Bei dem Schleim haben wir noch eine Runde Zeit. My arrow will. Oh, ich werde wieder angegriffen. Nein, die Kettratte. Okay. Oh, und ein Rattennest. Jetzt werde ich gleich. Aber jetzt mit dem Schlüssel. Flächenzauber anwenden hier. Wir müssen den Schleim. Der Schleim greift an. Und mein Elementar. Kommt ihr zu Hilfe? Ja, wir müssen zusehen, dass wir die ganzen Viecher hier in den Raum locken, damit unsere Geschütze die weiter bearbeiten. Ja, und ich will's ja nicht sagen, also ich will's nur ungern sagen, aber der Riesenschleim ist eine tickende Zeitbombe. so sehr uns gerade. Ich kann den einfrieren, den Schleim. Schleim frieren? Ja. Wenn ich hier nochmal rauskomme. Der Chris war dran, ne? Ja, greif den Schleim an. Ja, ich muss gucken von hinten. Also was hier ankommt, das gefällt mir nicht. It is time. So, den Rest kriege ich hin. 2x3 kann ich gleich austeilen. Könnt ihr euch auf die anderen konzentrieren? Na, Tupac müsste zurückkommen, genau. Na, wo soll ich hinkommen? Nee. Also ich kann 2x3 gleich austeilen. Da brauchst du den Schleim nicht angreifen. So. Sorry, mein Freund. Ins Gesicht. Ja. Noch ist er freundlich. Es war schön, mein Freund. So. Ciao. Das ist doch schon mal was. Eine Runde hätten wir den eigentlich noch für uns angreifen lassen können, ne? So. Wenn die anderen gleich hier sind, in dem Raum, dann würde ich hier mit Eis was machen, dann können die weiterhin die Geschütztürme schießen.
armor will protect you. For the god. For the god. I have readied my spells. Lohnt sich irgendwas zu zappen? Nee, ne? Hier ist ja nix. Schulz. Nee. Okay. Hier vorne war gerade ein Item. Ich war also hier so in dem Bereich. Ich habe aufgehört. Weiß nicht, ob ich warte, bis die anderen kommen. Nein, sollst du nicht. Oh, nicht. Ich will die ja hierher locken. Weil dann die Geschütze nichts mehr machen. Aber ihr dürft gleich nicht in der Nähe hier stehen. Ich glaube nicht, dass sie kommen. Lass ich hab Doch, die kommen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. So. Da sehen wir sie. Ach, unser Elementar kämpft da noch und hält die auf. Alles klar. Und hier oben über die Geschütze kommen. Ach, die wollten da über die Treppe kommen. Sehr gut. Da kommt der Rattenkönig. Der hat nur noch 14. Elementar. Spidey kommt. Gleich zum Deffen da hinstellen, hier den Weg blockieren. Ja, da kommen sie nicht durch, ne? Na, die Etage, die ist schon knackig, ne? Bringt jetzt nichts, ne? Ja, die ist nicht ohne. Hoshi. Hä? Giftbombe bringt ja jetzt nichts, ne? Nee. Sie auch da die Spinne wegklatschen oder was weiß ich oder ich hab einen Zauber, der ist aber 7x7. Haut er alles weg. Zorn des Himmels heißt das. Oder ich mach mal einfrieren, dann können wir die so angreifen. Okay? What? Ja, ihr werdet ja, der Blöde ist, dieser scheiß Golem Elementargeist, der steht hier auch. Lass ihn doch stehen. Ja, aber das ist doch unser. Okay. Ist doch scheißegal. Warte, wir müssen auch mal Opfer bringen. Sing-Zum-Gorne-Zum. Der ist doch nicht mal gefroren. Ja. Läuft alles nach Plan. Das ist gut. Nur der Plan ist scheiße. Aber der ist doch schon gefroren. Stimmt. Schlimmer wäre Feuer. Jetzt kriegt er nochmal einen Zepper. Also hätten wir es so geplant gehabt, dann hätten wir was sagen können, das war gut. So, jetzt gehe ich auf die Elfenbogenschützen oder Ratte. Ich versuche den Elfenbogenschützen fertig zu machen. Ja. Jawohl. Sehr gut. Kannst du den oben auch treffen? Kannst du den oben auch treffen? Den oben? Nee. Oben nicht. Ich kann nur auf die Ratte gehen. My aim. Ja, okay, hat sich von alleine erledigt. Aber wenn wir hier einen Schuss, dann hau ich jetzt, dann klatsche ich den jetzt um hier. Geht nicht, wa? Geht das nicht. Ja, weil der Eis-Elementargeist da steht. Kannst du nicht vor den König stellen? Doch. Sehr schön. Oh, ja, einen Schlüssel. Jetzt brauchen wir nur den Ausgang. Mhm, guck, ist doch kein Problem. Schwärmen wir aus? For the Queen! For the Queen! Ich wollte schon mal hier oben in die Richtung gehen. Ja hier oben wird das Ding sein, jetzt, oder? Da sitzen. Ja, wir sollten auf jeden Fall zu zweit. Ein von den blauen Points of Interest wird der Ausgang sein. Dann sollten wir zu zweit gehen, oder? I am ready. Ja, da ist ein Bonn, das sieht man, aber ein von den vier da oben ist der Ausgang. Ja. Okay, das sind die Punkte. Komm, ich geh zum Chris. Hoshi, ich komm mit dir. Bist du denn da? Schon die Krüppchenbildung hier gibt. Ja, oder wollen wir zusammenbleiben? Ja, ich komm hinterher. Das war doch nur Spaß, Mensch. Durch eine Späße bringe ich immer zum Wahlen. Jetzt kommst du ja doch. Ja. Ich dachte, du gehst mit dem Hoshi. Heul nicht. Ich komm nach. Ah, okay, der kommt nach. Diese Scheiß Fragen. Ich halte das nicht mehr aus. Der Druck ist hoch, ne?
Boah, ich kann nicht mehr. Ich hab ein kleines, ich hab ein Köpfchen ins Höschen gemacht. Boah, da oben randert einer ja, in die Tür. Die, die sind richtig sauer. Go for it, Hoshi. Love Forest. Go Chris, go Chris. Mal kurz ein Spinnennest hier. Nicht aufmachen. I stand prepared. Ja, da siehst du mal. Ja, das ist blöd, ist, wenn da drin gewesen, Gegner drin gewesen, hättest du nichts machen können, weil dein Zug vorbei wäre. Mhm, richtig. So hättest du ja später noch einen Zug übrig gehabt. Mhm. Ich war so neugierig. Immer vorausplant dabei. Yeah. Alter, aber nicht hier die Chris, wenn ich Chris ist so neugierig, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Ich hab's doch gar keine Bananen. Also Hoshis Geschütze, die hauen gut rein. Der musste der das Tor öffnen. Die Geschütze wollte ich eigentlich für den nächsten Level aufbewahren. Ich hoffe, dass in dem Kartendeck gleich noch mehr drin sind. Wenn ich dann hier Boss hochgehe, sehe ich dann hier unten, was hier ist, ja, gell? Kann ich ja runtergucken, theoretisch. Könnte sein, ja. Ich guck mal. Okay, oh, die Kiste. Mach die mal auf, ja. Die Kiste auf. Also ich hab das Gefühl, hier müssen wir Krafttrank. Hin. Da, hier. Erhöht die Nacktschaden. Hallo, hier hin. Öllampe. Ja, mach doch. Da ist der Ausgang. Ja, hab ich doch gesagt. Halt dein Maul. Okay, Entschuldigung. Wo ist der Ausgang? What doch should I do? So, wie weit kann ich hier ballern? Jawohl, ich kann ganz hinten die Wichser treffen. Ja, mach. So, was Flächen... Ja, warte mal, ich muss mal eben gucken, wer denn wie viel hat. Besiegt 12, mein Gott. Der hintere, der hinter hat 19. 19. Pui. Pass auf, ich mach da, oh, da würde ich gerne die Flächenzauber. Da würde ich gerne auch den Flächenzauber machen. So, pass auf, hier, schön, warte mal. Ein Fall, Gifteffekt, großen Schaden, platziert Öllampe, Öl ist brennbar. Ja, genau, mach die Öllampe, dann schießt mit dem Pfeil drauf. Aber die muss ich hab den Einzug schon vorbei. Achso. Ja, dann warte bis zum nächsten. Markiert dein Feind, nimmt mehr Schaden, immer sichtbar. Heilkan. Die Riesenhände hier. Pass auf, ich schieß auf den 19er jetzt erstmal ein Giftspritze. Ja, mach jetzt. Poisoned arrow. Time to move those enemies. Oh. Jetzt geht's hier aber rund. Die Party, ey. Geheilt. Ach du Scheiße. Die werden sauer, ne? Oh. Schleim, alles. Wir haben auch Fernkampfwaffen, da ist auch noch ein Schleim. I will fell you all. Also ich habe eine Karte, wo ich uns auch alle heilen kann, falls wir gleich in Bedrohung geraten. Oh, hier neben mir ist ein Geist Gegner gespawnt. Junge, das ist kein Gegner, das ist mein Heil. Brunnen. Heilstatue. So, ich ruf gleich zwei Verbündete herbei in meinem Zug. Nur I don't feel undead. Ja, ich hätte nur die Giftbombe, aber das bringt einen dagegen nichts. Da kommen wir was Flächendeckendes? Ne, nur die Giftbombe. Oder Öllampe. So, ich Leute. Ja, hab ich. Ich hab auch noch Panikpulver, das kann ich auch noch auf einen klatschen. Panikpulver ist geil. Aber ich krieg die gerade nicht. Hä? Warum komme ich jetzt nicht dahin? Kann ich die Karte nochmal weg? Hä? Ah, jetzt. Jetzt oh, bitte. Treff jetzt auch. Och, fuck! Oh, ey. Nein! Jagd der Unzölle. Doch, fuck! Ja, mal ein bisschen. Mann, ey. Ich hab hier mal Verbündete herbei. Hilft ja alles nix. Mache. The elements will come. Sieht aber cool aus. Oh, ist so geil, wozu sogar auch. Was hat er? Ferocha. Okay. Veroschka greift der uns jetzt an? Ja. Ich hab den herbeigerufen. Nein, der greift an und dann zieht er sich zurück. Und dann rennt er wieder vor und greift ihn wieder an. Warte mal, hab ich noch irgendwas machen?
Warte, dachte, bevor ich... Vor das Monstrum entfesselt, was uns jetzt fertig macht. Wer hat denn... mal, was, wie viel hat denn der? Der hat 22. Yes, Lee! Boah, fick dich. Was habe ich denn noch? Ich habe Zorn des Himmels, 7. 7 mal 7. Da komme ich aber nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal weiter vor. Ich kann die gleich einfrieren. Alle. Dann friere er. Oh, da oben steht auch noch welche, ey. Oh, Mann. Bitte. Lasset mich frieren. Schleiche ich doch hier... Oh, das ist mein Schreibtisch gewesen. Schleiche ich doch hier durch und dann... Oh, Glück, dass da nichts drin ist gleich. What is next? Also, what is next? Junge, what is next? Zu mir hoch. Kann man das ein bisschen aufteilen? Pustet dir die Würfel. Jawoll. So, jetzt habe ich aber nochmal. Wen soll ich denn hier... Den Schleimer einfrieren? Seppen? Ja, oder? Ja, komm. Ja. Zwei Schwerter, das ist gut. Jawohl. Sehr gut. So, E-Beams. Hallo, E-Beams. Zeichen der Jägerin. Markiert einen Feind. Nimmt mehr Schaden und ist immer sichtbar. Heiltrank, Öllampe, Teleportation, Feine. Ich kann die nur anballern. Ich nehme die nicht gefroren sind, ne? Wie viel Energie haben die denn? Der hat 9. Chris, soll ich ja, gleich ich mit dir kommen? Zuerst. Kommt gleichzeitig. Chris? Ja, bitte? Soll ich gleich mit dir gehen? Die Gefrorenen machen, kriegen noch mehr Schaden, wenn du auf die schießt, ne? Was hab ich denn noch? Verbannen. Oh, die Ratte kommt von hinten. Föhrenner, hab ich nicht noch hier... Attacke, du stürmst vor und stößt alle Feinde aus dem Weg. Dann bin ich zu weit für weg. Scheißen Dreck. Wirk Feinde in Panik flüchten. Oh. Drehst dich fix dabei. Also, das Level hier würde ich gerne noch schaffen jetzt. Ja, die Runde auf jeden Fall noch. Also von dem Game müssen wir einen Livestream machen. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, du hast am Sonntag keine Zeit, ne? Leider nein. Scheiße, da muss ich mal gucken. Hoshi? Naja, weiß ich noch nicht. Ja. Ich könnte einen Bibelangriff machen, da würde ich aber den Feuerelement mittreffen. Mhm. Ist doch egal. Ja, mach ich trotzdem. Komm, ich hau gleich auch drauf. Hau ihn kaputt da. Aber es ist der Hoshi so nah daran. Jetzt kann ich gleich nicht machen. Aber, Sebastian, wenn du noch einen bei dir machst, ich bin auf jeden Fall dabei. Sag Bescheid, ey. Das Spiel ist geil. Ja, gerne. So, was habe ich denn jetzt noch? Ich hab 7 mal 7. Das wäre gefährlich für alle, die da sind. Oh, scheiße. Oder? Warte mal. Da mitten komm, drin. Komm, ich probiere mal 7 mal 7. Weil ich da versuche anzugreifen. Zorn des Himmels. Ich hab noch 5 Rüstungen. Hau drauf. Ich halt das aus. Ja, aber ich. Ich komm. Oh ja. Oh ja. Komm. Bitte. Heaven's Fury strike you! Du hast unseren Hund getötet. Ist egal. Aber you dare fight me? Also ist das gut. Ein Scheiß. Oh Mann. Du könntest aber jetzt den Schleim von hinten. Achso, wer ist überhaupt dran? Achso, Tupac. Ja, krieg ich aber hin. Den krieg ich von hier nicht. Ja, das kann auch sein. Ich würde dann sowieso. Also wir haben ja nicht mehr viel, der Schleim. Ich vorne Wurf machen. Schleim ist betäubt. Ja, dann geh ich. Ja, warte, ich mach trotzdem Schleim fertig, oder? Der da hinten mit den 12, den krieg ich ja, nicht kaputt. Mach Schleim fertig, kann ich dann ist der weg. Dann ist weg. Was weg ist, ist weg. My anus. Was erzählt die? My anus ist was?
Ja, tut, mein Enis tut weh, hat die gesagt. Mein Enis tut weh. Fangen wir von hinten. Eat it. Au. Boah, 6, Alter. Alter! Ich brauch Heilung, Aufbestehung. Ja, wir kommen. Ich kann gleich einen Eiltrank nehmen und dann kann ich ein bisschen weiter. Ich würde den erstmal weghauen hier, den Plunder. Hau den weg, hau den weg. Wir kümmern uns um Hoshi. Gut. Jawohl! 21 Schaden, das ist heftig. Leck mich am Arsch. Was hast du gemacht? Ja, dann kratzt mich mal auf. Oh. We teach death once more. Ist doch der eine jetzt. Ja, der weg und dann kannst du. Sehr gut. Find the target. Ja, 3 hat er noch. Jetzt hat er 0. Jawohl. Nee, du teilst aber aus. Dann nehme ich nochmal eben das Gold mit. Ja. Sauber. Oh. Ja, wir können da nochmal Gold mitnehmen. Wir haben es ja nicht eilig. Hier ist noch, guck mal, hier liegt noch 3x Gold. Ja, das Problem ist, sobald Gegner wieder in dem Raum sind, müssen wir die erst wegmachen, um das durch das Tor zu kommen. Und die sind auf dem Vormarsch, wie man so da hinten hört und sieht. Da kommt was. Ich versuche eine Barrikade zu setzen. Nee, ja. Doch. Ich bin dran, aber ich kann noch nicht raus. Kann ich theoretisch einfach aussetzen. So, jetzt gehst du durch da durch. Ja, geh durch. Jawohl. Yes! Sehr geil! Sehr, sehr cool. Das Spiel ist genial. Jetzt natürlich ihr Boss, ne? Ja, der dauert nicht lange, dann haben wir es fertig. Woher willst du wissen, dass der nicht lange dauert? Das war ein viel kleineres Level, das letzte. Also das geht schneller. Dann haben wir es wenigstens komplett durch. Okay. Na komm. Weil ihr jetzt seid, weil ich euch so unendlich lieb habe. Excellent choice. So eine Karte kann ich noch. Zorn des Himmels war gut. Heiltrank mit. Nimm ich auch. Hab ich auch. Kann ich hier auch Karten verkaufen? Ja. Ja. Wie? Ah da, zum Verkaufen hier ablegen. Öllampe weg, die Scheiße hier. Was hab ich denn hier? Wann kann man das Video raushauen dazu? Donnerstag, 19 Uhr. Ja. Okay. So, ich glaube hier sowas wie Giftspritze ist auch gar nicht schlecht. Den Boss vergiften. Ich habe eine Gaslampe. Könnte ich noch kaufen. Nein. Oder? Ja. Na komm, ich kauf noch Eis. Okay. I'm ready. Come on, I am ready. Ich hole noch einmal die Giftspritze, dass wir den schön vergiften können. Das ist beim Endboss halt nicht schlecht. Do you have the strength and fortitude to defeat? Oh ja, das ist wirklich kleiner. So, der kann jetzt halt. Irgendwo ist der halt jetzt. Na komm. Da unten ist er doch schon. Ne? Nee, warte mal, das ist ein Feuerelementar. Ach, unser Feuerelementargeist ist da dabei. Ja, der ist halt aber woanders. Der ist nicht da, wo er. Ich tue jetzt erstmal. Aber Hoshi, das Level sieht aber komplett anders aus diesmal. Ja, die sind ja auch immer anders, genau, ne? Oder? Wir starten nur woanders. Nee, das ist genauso aus wie letztes Mal. Ach so, das ist ja letztes Mal hier. Wir sind letztes Mal gestartet, wo jetzt der Sarkophag ist. Da sind wir letztes Mal gestartet. Und das stand hier. Stimmt. I have retired my own. Kommt wieder so eine scheiß Überraschung, ich sag's dir. Soll ich die Tür schon aufmachen? Ja, mach auf. Wir rushen da jetzt. Kein Boss. Ja, du müsst die Kassette sieht immer noch nicht so aus. Nein. Wir haben alle 10 Karten. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab 10 Karten. Die ich auch. Ach so. Hab ich ja. Wer umsonst. Gesehen, hab ich zu, nicht aufmachen. Was ist hier hinten? Da ist dann die Obertruhe oder was? Das ist der Sarkophag, wo die Seelen drin. Oschi hat es doch vorgelesen, habt ihr nicht zugehört? Ja, natürlich hat er nicht zugehört. Ja, man merkt noch. Spaßfrage, ne?
So, pass auf, die da hinten, die kann ich doch schon, die kann ich doch schon von hier wegwemsen, ey. Ja, wemst sie doch weg. Guck mal, wieder. My aim is alle so schön geslayed. Das war doch auch mal was. Ich hab grad gar nichts an. Da ist bestimmt der Gegner, der Endboss, oder? Hier. Ich auch nicht, deswegen habe ich keine Webcam. Nee, da ist der Sack. Ja gut, kann sein, dass der da auch drin ist. Irgendwo wird er schon sein. Der Namenlose. Ach du Scheiße. Boah, der nimmt euch von hinten jetzt. Der Namenlose nimmt euch von hinten. Ja, hier, elementar. Der kam hier durch den Raum. Der kam hier durch den Raum, weil wird der Boss hier drin sein, das hier. Ich hab einen abgekriegt. Ja, hier der. Scheiße, die von da unten treffen mich. Du auch mal Zeit, dass oh. du aufs Maul kriegst. Achso. Fuck, ich bin tot. Das ging aber flott. On your feet, friend. Ey, ich mach die da unten fertig. Ich dachte, die wären von uns. Nein, die da unten nicht. Der hier okay, der hier oben. Okay. Sag mal, wenn ein Eiselementar und ein Feuerelementar da zusammenstehen, töten die sich nicht gegenseitig? Ich weiß, scheint nicht. Ich habe Angst, die Tür zu öffnen hier, weil ich könnte auch irgendwann machen, aber... Ich schleiche mich hier vor, ich schmeiß unten auf die zwei Elementare eine Giftbombe drauf. Ja, mach mal. Raum, also ich gehe erstmal vor. Die kommen eh nicht hoch, ne? Na, vielleicht ist es gleich. Die hatten vielleicht noch keine Runde. Die sind direkt angegriffen. Spells. Ja. Ja, der kann nur noch hier sein, der Boss. Ah, schade, ich dachte, ich komme da dran. Okay. Das ist voll toller Seppendö, ne? Ne, noch nicht. Ich warte hier. Ich will ja nicht zu weit rein. Ja, ich warte. Ja, wollte ich gerade sagen. Das bringt nichts. Okay, weiter. Jetzt kommen die. Ja, der Boss ist 100% da in dem Raum. Ja, denke ich auch mal. Oh, die Elementaren. Wo sind die hin? Oh, jetzt kann ich gleich. Mach ich schon. Jetzt kann ich gleich hier was Schönes machen. Ja, dann mach mal lieber. Ja, wenn ich dran bin. Elementar nichts, was ich angreifen kann. Ja, hier sind die Elementare, Hoshi. Hier. Nee, die bearbeite ich mit den Giftdingern. Da sind die schon. Ja, aber die sind hochgekommen schon, ne? Und da unten ist noch eine Kiste. Ja. Alles gut. Wo sind die jetzt? Okay. Ja, die sind hier. Der Hoshi geht wieder zu nah dran. Sind die jetzt weg? Ach, nein, die sind hier. Stehe. Guck doch, ich habe immer noch die 5 Rüstungen. Du musst dran bedenken, dass ich 5 Schläge so aushalte und mich nächste Runde. Ja, die sind hier im Schatten. Okay. Die sind da im Schatten. A gift for you. Breathe deeply. Sehr gut. Außer wir hatten es gestern auch, da stand mal hier oben, auf einmal kam so ein Vieh, nee, so ein Zauber hat Hoshi erstmal komplett in einen anderen Raum teleportet. Ja. Sauber. Boah, der hat gesessen. Sehr gut. Kreis, sehr gut, der wird gleich als erstes aufgebaut, dann wird erstmal schon mal jeder random in Runde geheilt. Okay, ich mach weiter, weil er bringt jetzt nichts. Ja, der kann ja nur noch da unten sein, der Lulli. Ja, der wird Dann komm ich mal hinterhergelaufen zu euch. Ja, ich bin dann auf dem Weg. Und, warte mal, ich benutze mal eben Heiltrank bei mir. Aber die Tür können die Tür nicht öffnen, ne? Ich glaube, wenn die zu sind, sind die zu. Ja, ich gehe mal hier oben hin, in die Ecke. Ja. Wie bitte? So. Oh, da ist er. Ach du Scheiße. Da ist er. Jetzt kriegen wir. Sieht aus wie Patricks Mutter. Was? Schöne Grüße übrigens. Danke. Ich werfe jetzt gleich erstmal Gift und alles drauf. Oh, jetzt geht's hier ab. Ich kann gleich eine Mauer setzen. Ich setze eine Mauer. Das war nicht von allen Seiten angegriffen. Eine Mauer zu setzen. Ich. Definitiv. Die Ossi-Witze, die er hammert. Ich hab eine. Dreimal ein. Das ist gut. Sonst wären wir von beiden Seiten angegriffen. Go back to the abyss. So, was mache ich jetzt mit den beiden? Soll ich dir helfen gleich? Oder soll ich? Von hier aus kann ich nichts mehr. Ich will abhauen. Ja, aber die kommt zu uns, ne? Ja und? Ich tarne mich. I am ready. Gut. Sehr nett, ne? Ah, das sieht cool aus, der Bus, ne? Ja. Ah ne, noch brauchen wir sie nicht. Ja.
Mal so ein dickes Bäuchlein wie der Patrick, ne? Schnauze. Das geht noch nicht. Das ist aber eine Die, ne? Wie schwanger. Ja, Kerl. Ach ja, stimmt, war ja Elfenkönigin, ne? Mann. Die Elfenkönigin. Habt ihr jetzt alle? Ah ja, okay. Naja. Was? Übrigens, die können auch eine Kiste aufmachen, wieder. Ich hab 10 Karten. Also entweder ich schmeiß auf die Königin noch eine Giftbombe oder auf die... Nee, ich mach's auf hier unten, auf die. Alles gut. Also ich werfe gleich auf die Königin eine Giftbombe. Eine Giftspritze. Also ich knall hier die beiden erstmal weg, genau. Diese Geistgestaltlosen. Mhm. Das krieg ich hin. Gestern hat er so viel Hilfe gekriegt. Sehr schön. Wieso greift eigentlich hier unser Freund nicht an? Ja, der macht irgendwie nichts, ne? Ah ne, kann sein, dass er auch irgendwie gerade... Nein! Das ist schlecht. Ey, vermahnen Sie das Hammermäßig. Also das ist richtig gut gemacht, das Game. Ja. Aua! Alter! Kann das hier, Alter. Oh. Okay, jetzt müssen wir gleich echt mit allem Mann da drauf. Oh, da kommt mal kurz eine Ratte. Aber der Patrick ist zu nah. Mal wieder. Wieso mal wieder? Du bist zu nah. There, much better. Danke. So, schmeiße ich auf die beiden jetzt noch eine Gift? Ja, könnte ich eigentlich, ne? Hätten wir nämlich Ruhe. Denk nur, ich stehe direkt daneben, ne? Achso, du meinst sie da unten, alles da. Ja, ich kümmere mich um die. Ja. Jetzt gibt's den einen nicht zweimal von hinten. Ach, ist auch nur 11, das bringt auch nichts. Mhm, deswegen ist es... Please inhale the fuse. I am ready. Hättest du nicht hier vorne hingekommen? Wo? Ja, halt wo, zu uns hin, wo es mehr Sinn macht und ich weg von uns. Ja, ich bin da auf dem Weg, ganz ruhig. Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Ich hätte das noch Oh, die Stampe kannst du nicht einfrieren. Aber du hast unseren Elementar eingefroren. Ist, schade. Ist scheißegal. Immun gegen betäubt. Das ist aber auch deutsch, ja? Immun gegen betäubt. Eigentlich Betäubung, ne? So, ich verpiss mich erstmal schnell hier oben. Ja, aber nicht hier vorne hin. Ja. Da kommt gleich ein Gift. Ja. Wir haben überall Giftfelder. Da haben wir Giftfall, da. Oh. Ach du Scheiße. Brauchen wir theoretisch nicht nur die Königin zu töten, oder muss man auch Gift ist weg. Töten? Das wäre mal eine gute Frage, ne? Ich habe hier gleich noch einmal dieses Himmelsstürz, Zorn des Himmels. Weil theoretisch muss er nur den Boss down kriegen. Wieso teleportieren die sich jetzt mal überall? Sehr gut. Die Fiend! Boah, die hat immer noch 38, das wird nichts, Leute. Ganz ruhig. Na, guck mal hin. Alle Panik. Also ich krieg mit Plinseln 21 Schaden von hinten hin. Also 21 Schaden krieg ich damit hin. Das hört sich... Boah, das gibt's doch nicht. Ey. Das ist blöd gelaufen, ne? One fell swoop. Hoshi, was ist jetzt gleich? Ich hab hier doch Zorn des Himmels. Soll ich den losfeuern gegen die ganzen Gegner da? Mach mal die Kiste mittendrin auf, wenn es geht. Die Kiste auf? Okay. Ja, kannst du ruhig machen. Ja, einer muss mich vor der Ratte gleich beschützen. Was Vernünftiges.
Blauen Zorn des Himmels. Damit stürzt der Himmel ein. 7x7 Schadensfläche. Ich mach das mal, wenn das okay ist. Hoshi, du bist ein bisschen mit betroffen. Ja, mach. Ich hab, glaub ich, mich das sehe. Ja, ich bin mit Rüstung voll. Wenn jetzt zwei ausschaffst. Let the sky fall on you. Das hat gut geholfen. Ja. So, habt ihr alle Schaden? Ne, okay, ihr seid alle ganz gut. Ja. Also wenn wir den Ding ein bisschen vorkriegen, den Boss, da kann ich ihn von hinten nehmen. Alter. Da kommt wieder der dreckige Lache gleich. Hammert. Da fummelt mir die ganze Zeit im Gesicht rum, ey. Das geht mir auf den Sack. Ja, das ist ein bisschen... Gut gemacht. Ja, der Boss, ey. Das ist auf jeden Fall ein Heilbrunnen und ich bin gleich down, wenn ich dann wegkomme. Hat aber nur noch 12 Gear. Hoshi, ich heilen, Hoshi. Kann ich das? Wenn du das gleich kannst, wäre das fantastisch. Ja, ich kann alle heilen. Aber den anderen geht's noch gut aus. Jawohl, Boss ist down. Boss ist down. I will smite have slain the keeper, freeing the crystal key from his grasp. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, da müssen wir jetzt noch hin, ne? Oder was passiert denn jetzt hier? It was made. Geht aber aus der Blickrichtung. Yes! Geschafft. Spirits have been released. But your quest does not end here. Yeah, many more spirits must be set free before you are ready to face the unfathomable evil of the Elven King. Okay. Ja. Das war's. Sehr cool. Das war genial. Hat Spaß gemacht. Okay, aber es gibt im Moment nur dieses Abenteuer, ne? Ja. Okay, aber ist geil. Ist geil. Kann man ja nochmal spielen. Definitiv. Eben. Vielleicht gibt es ja auch zum Release schon ein zweites. Das ist jetzt nur, weißt du ja, als für die schon testen dürfen, nur erstmal nur eins gibt. Ja, sehr cool. Aber da auf jeden Fall, ich bin bei jedem Livestream dabei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne beim Livestream bei mir teilnehmen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich mache jetzt einen Livestream. Willst du mitmachen? Jetzt sofort? Ja. Nein. Machen wir auf jeden Fall, Leute. Also definitiv einen Livestream oder mehrere davon, weil das Spiel ist einfach genial. Sowas gibt's bisher noch nicht, ne, in VR. Richtig geil. Gefällt mir. Davon würde ich mir auch wirklich DLCs kaufen. Also wenn jetzt hier weitere Abenteuer rauskommen, würde ich mir davon DLCs kaufen. Mhm. Ja, absolut. Und dann hier in unserer kleinen Pen-and-Paper-Runde. Pen-and-Pipi-Runde. Pen-and-Pipi-Runde. Ja, dann Dankeschön, Leute, dass ihr alle dabei wart. Hat Spaß gemacht. Jawohl. Jo, dann. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss.